Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir uns hier das Ziegel des Lichts geholt. Wir müssen jetzt noch ein paar sammeln von den Käfern. Oh, geht es dort weiter? Klar. Das sammeln wir jetzt auch noch in diesem Part. Wir könnten echt zum Zirkus gehen mit unserem Wolf. Hallo? Jetzt verarscht du mich. Verarscht es mich hier einfach? Unglaublich. So. Weiter geht's. Fällen nur noch zwei Stück. Die holen wir dann jetzt auch. Ah, noch ein paar Schattenwesen. So, dann machen wir mal. Dann geht's halt gleich. Neues Portal. Juhu! Jetzt können wir es immer hierher wieder warten, wenn wir wollen. So. Gehen wir mal nach da vorne. Da wo das Licht brennt. Und komm schon, überall gibt es kein Licht und da brennt auf einmal Licht. So. Ah, ein Affe. Ja, danke für den Käfer. Einmal. Einmal. Hä? Sind Sie jetzt hin? Ich bin gerettet. Seitdem der Boss durchgedreht ist, tauchen hier ständig die fürchterlichsten Monster. Hab gesehen, dass auch die Kinder im Dorf aus dem Dorf mitgenommen wurden. Der Wald ist irgendwie seltsam. Was ist da nur passiert? Na, das wollen wir jetzt gleich mal angucken. Wir sind erstmal wieder zum Menschen geworden. Wie uns ja schon der Lichtgeist aus Firone gesagt hat, wenn wir das Strahlentau voll haben. Du hast das Ziel des Lichts gefunden. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Ja, jetzt scheint wieder die Sonne. Und Mithna verschwindet. Dabei war alles so schön dunkel. Das ist nur so toll an diesem sogenannten Licht, Welt des Lichts. Man sieht sich ja. Spätestens nachher nämlich wieder Norwsch. Das habe ich echt keine Lust. Kannst auch verschwinden. Brauch dich nicht. Ein Stier. Ewig langen Schwanz. Und der Schwanz, der sieht aus wie von einem Skorpion, der Schwanz. Hinten dran der Stachel. Mein Name ist Firone. Ich bin einer der Lichtgeister über Hyrule Wachen. Die Götter vertrauten mir diesen Wald an. Auserwählter. Du bist das Tier, dessen scharfes Auge die Finsternis durchdringt, während andere nur Tasten dieses Schattenreichen forschen. Du fragst dich, was diese Verwandlung bedeutet? Sie ist ein Zeichen der erwachenden Kraft, der Kraft, die dir, dem Auserwählten, innewohnt. Betrachte nun deine neue Gestalt. Wir haben das Gewand an. Ah, dein grünes Gewand, du einst der von Göttinnen Auserwählter Held. Trage es als ein äußeres Zeichen deiner Kraft. Dein Name ist Link.
Du bist der von den Göttern auserwählter Held. Nun, Link, auserwählter Held. Eine dunkle Macht verbirgt sich im Schrein, tief im Inneren dieses Waldes. Diese verborgene Macht wurde von uns Lichtgeistern von Äonen mit einem Bannfluch und Schrein gebunden. Nie sollte ein Wesen des Lichts mit der dunklen Macht in Berührung kommen. Das war unser Wille. Jetzt jedoch scheint sie unnötig. Erscheint sie nötig, um die Welt vor dem Wesen der Finsternis zu retten. Willst du diese Macht nutzen, so begib dich zu dem Schrein, den du im Inneren des Waldes finden wirst. Okay? Also, ab zum Schrein. Weil du ein Held bist, hast du dich in dieses Tier verwandelt. Schade eigentlich. Vielleicht wärst du ja glücklicher geworden, wenn du genau wie alle anderen als Geist herumgeirrt wärst, ohne etwas zu ahnen. Also, was tust du? Gehst du zum Schrein? Wunderbar, ich habe in dem Schrein nämlich auch was zu erledigen. Und du willst doch bestimmt deine Freundin helfen, oder? Vielleicht wird deine Hilfe ja in dem Schrein gebraucht. Also gut, dann streng dich mal an. Ein wenig an, du von den Göttinnen auserwählter Held. Hehehe, man zieht sich. Ja, wie lang bloß? Das dauert noch, wenn wir uns wiedersehen. Bestimmt nicht lange. Ja, jetzt will sie schon was gucken. Sie will was. Ach, natürlich. Du bist doch der Junge aus Ordon, oder? Hätte dich fast nicht erkannt, so herausgeputzt wie du bist. Ach, was? Ach, was ich noch sagen wollte, ist in letzter Zeit etwas gefährlich geworden hier. Sei also vorsichtig. Es treiben sich immer mehr Monster herum, deshalb habe ich den Weg zum Schrein auch verschlossen. Aber du willst bestimmt wieder da hin, oder? Ja, klar will ich da hin. Aber so wie du aussiehst, dürfte das ja kein Problem sein. Hier. Du hältst einen Schlüssel und öffne mit ihm das Tor zum Wald von Firone. Aber der Wald hinter der Höhle ist in letzter Zeit so nebig, da hast du ohne Licht also absolut keine Chance. Du wirst ständig deine Lampe brauchen und solltest auf jeden Fall genug Öl bei dir haben. Hab gerade ein Sonderangebot, eine Flasche Öl für nur 100 Rubine. Ein echtes Schnäppchen. Na, wie wär's? Nee, hab keine Rubine dabei. Was? Das gibt's ja nicht. Dabei habe ich dir neulich sogar extra eine Lampe geschenkt. Du kannst bei mir auch nur Öl kaufen. Schau einfach mal wieder vorbei. Ne? Ich guck erst wieder vorbei, wenn ich das Geld zusammen habe für die Flasche Öl. Ganz auf. Halt, ich will die Tür ganz aufmachen. Bin ich irgendwie so, dass ich immer die Tür ganz aufmache? Wieder hier durch. Ich will Fledermaus, wie viele Fledermaus. Ja, zweite Maus. Lass ich es auch mal sehen. So. Hier ohne. Hier ist echt neblig. Ich soll ja unsere Lampe benutzen. Hey, du blöder Affe, gib mir sofort meine Lampe wieder. Ja, ja, swing. Swing. Ach, ich soll dir folgen, okay. Gut. Oh, wen haben wir denn da? Der hat dir glatt die Lampe geklaut, nur weil du nicht aufgepasst hast. Ja, will ich auch wieder. Gucken, was von uns will. Einfach mal folgen. Ich hab auch noch die Kiste geholt.
keine Rubine. Auch keine Rubine. Haut da ab. So. So, halt. Nimm sie auf. Nimm sie auf. So. Wir haben unsere Lampe wieder zurück. Yippie. So, dann gehen wir mal einkaufen. Tun wir unsere Lampe wieder auffüllen. So. Klar, wir kommen. Kauf was, kauf was. Okay. Füllen wir unsere Lampe. So. Was kostet das hier nochmal? Halt hier. Ah, Lampenöl, 20 Rubine, okay. So, die zahlen wir hier in die Box rein. Kra, danke, kra. Ja, weil sonst. Danke, danke. Ja, weil sonst. Beim nächsten Mal wird er uns vermöbeln. So. Sammeln wir noch ein bisschen Rubine. Für nachher gleich mal. Gibt keine Rubine. Vielleicht da. Ja, steht. Ach, doch, noch Rubine. So. Ah, da steht ein Wolf. Zu dem gehen wir jetzt noch nicht hin, weil ich mache hier mal wieder einen Schnitt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Also, tschaußen!